Hallo zusammen! Bestimmt haben die meisten unserer Zuschauer den Film Avengers Endgame bereits gesehen und dabei eine breite Palette an unterschiedlichen Emotionen erlebt. Von Begeisterung und Wut über Trauer bis hin zu Entsetzen. Heute möchten wir darüber reden, was aus einer der berühmtesten Superhelden-Teams aller Zeiten in Zukunft, also nach Endgame, wird. Denn viele bekannte und von allen geliebten Charaktere werden nie wieder die Welt retten können. Achtung! Falls ihr euch diesen Streifen bislang noch nicht angeschaut habt und Angst vor Spoilern habt, müssen wir euch davor warnen, dass dieses Video voll davon ist. Lasst uns loslegen. Captain America. Dass Steve Rogers höchstwahrscheinlich nie wieder in der Rolle des Captain America zu sehen sein wird, kann man wohl kaum als Spoiler bezeichnen. Die Fans wissen seit langem davon, dass mehrere Schauspieler ihre Vertragsverpflichtungen gegenüber den Marvel Studios bereits erfüllt haben und ihre Superheldenanzüge vermutlich für immer an den Nagel hängen werden. Deshalb ist es kein Wunder, dass Captain America zu den Charakteren gehört, deren Handlungsbogen abgeschlossen wurde. Glücklicherweise ist er nicht gestorben, indem er sein Leben für das der anderen geopfert hat, sondern hat endlich sein privates Glück mit Peggy Carter gefunden. Und sein Schild hat er an seinen Freund Sam Wilson übergeben, der vielen als Falcon bekannt ist. Das Ende von Avengers Endgame lässt darauf schließen, dass genau Wilson der neue Captain America werden könnte. Warum denn nicht? In Marvel Cinematic Universe ist Sam ein ehemaliger Pilot der US-Luftstreitkräfte, was bedeutet, dass er Rogers durchaus ersetzen könnte. Sicherlich ist Falcon kein künstlich erschaffener Supersoldat, aber er ist ein richtig toller und ergebener Krieger. Außerdem gehört er bereits zu den Avengers und könnte in Zukunft mehr Aufgaben übernehmen, weshalb Captain Americas Schild wohl in die richtigen Hände gelangte. Valkyrie. Wenn das erste Avengers-Team fast ausschließlich aus Männern bestand, könnte die neue Superhelden-Clique durchaus mehr Geschlechtervielfalt aufweisen. Ins neue Team könnten zum Beispiel Valkyrie aufgenommen werden. Urteilt mal selbst. Sie ist nicht nur eine erfahrene Kriegerin, die mit einem Schwert bewaffnet ist, sondern sie stammt auch aus Asgard. Das heißt, sie besitzt übermenschliche körperliche Eigenschaften wie Stärke, Ausdauer, Schnelligkeit, Durchhaltevermögen und Reflexe. Darüber hinaus ist sie Anführerin ihrer Gruppe. Das darf man auch nicht vergessen. Das bedeutet, dass sie stärker als alle anderen Valkyren und sogar Loki ist. Sie ist praktisch genauso stark wie Thor und Hulk. Sie ist also die perfekte Kandidatin für das Avengers-Team. Des Weiteren ist sie eine versierte Pilotin, die locker alle möglichen Raumschiffe fliegen kann. Außerdem altert Valkyrie, wie jeder Bewohner von Asgard, wesentlich langsamer als ein Mensch, was ihr ermöglicht, viele Jahre fit zu bleiben. Jedes Superhelden-Team könnte eine solche Kriegerin gut gebrauchen und die Avengers sind keine Ausnahme. Und falls ihr noch irgendwelche Argumente braucht, erinnert euch daran, was Thor von der Valkyrie hält. Der Gott des Donners hat sie zur Königin von Neu-Asgard ernannt. Und das sagt wohl einiges aus. Finished. Bye. Ant-Man und Wasp. Wasp ist in den Comics übrigens eines der Gründungsmitglieder der Avengers, das sich in der ersten Ausgabe einer der gesonderten Comicreihe dem Team angeschlossen hat. Und genau als Avengers-Mitglied ist sie richtig berühmt geworden. Komisch, dass diese Figur so spät ins Marvel Cinematic Universe eingeführt wurde. Vielleicht liegt es einfach daran, dass sich die Macher des Films mit dem Thema Verkleinerung von Charakteren nicht befassen wollten, weil es längst nicht mehr im Trend liegt. Wie dem auch sei, nach zwei erfolgreichen Solo-Filmen und nachdem Ant-Man und Wasp zusammen mit anderen Superhelden in ein paar Filmen zu sehen waren, kann man mit Sicherheit behaupten, dass sie ausgezeichnete Avengers wären. Es wäre doch praktisch, ein paar richtig coole Superhelden an seiner Seite zu haben, die sich je nach Situation verkleinern oder vergrößern könnten, stimmt's? Awesome. If only Cap could see you now. Hilarious. Shuri. Falls ihr euch nicht besonders gut mit all diesen neuen Figuren auskennt, die in den letzten Filmen zu sehen sind, geben wir eine kurze Erläuterung. Shuri ist die Prinzessin von Wakanda, die Schwester von T'Challa und eine geniale Erfinderin. Sie hat etliche innovative Technologien für ihr Land entwickelt, darunter gleich zwei Versionen des Black Panther-Anzugs. Shuri hat außerdem Bucky Barnes dabei geholfen, das Hydra-Programm in seinen Kopf zu löschen und danach tat sie ihr Bestes, um Vision den Gedankenstein zu entnehmen, der in seinem Kopf war. Sie ist also eine richtig coole Figur, die es auf jeden Fall wert ist, in das neue Avengers-Team aufgenommen zu werden. Aber wessen Platz soll sie da einnehmen? Tja, in Anbetracht dessen, dass Tony Stark gestorben ist, während er sein Leben für die Rettung des Universums geopfert hat, wohin ich auch gehe, sehe ich sein Gesicht. Ich vermisse ihn einfach. Könnte man annehmen, dass sie seinen Platz einnehmen könnte. Nicht wortwörtlich, versteht sich, indem sie seinen Anzug anzieht oder ähnliches. Shuri ist sehr talentiert und wahnsinnig clever. Bestimmt könnte sie neue technische Einrichtungen, Anzüge sowie Waffen entwickeln und den Avengers als geniale Wissenschaftlerin behilflich sein. Denn wie soll man sonst gegen das Böse kämpfen, das in anderen Dimensionen heimisch ist, wenn man sich mit diesen Dimensionen gar nicht auskennt? Kurzum, wir glauben, dass die Avengers Shuri unbedingt brauchen und sie ihnen nicht absagen würde. Shuri! Dr. Strange.
Für die Leute, die das Marvel-Universum nicht aus den Filmen, sondern auch aus den Comics kennen, stellt die Mitwirkung von Strange in den Angelegenheiten der Avengers nichts Neues dar. Es ist immerhin eine positive Figur und positive Figuren sollten zusammenhalten, wenn es darum geht, die Menschheit zu beschützen. Seinerseits, also nachdem der Bürgerkrieg zu Ende war, ist sogar er zum neuen Avengers-Team dazugestoßen. Später hat er es allerdings mehrmals verlassen, aber ist anschließend zurückgekehrt. Er könnte also durchaus als ständiges Mitglied der Avengers bezeichnet werden. Nach den Ereignissen von Endgame könnte Strange also wieder mal ins Superhelden-Team als dauerhafter Mitstreiter eintreten, denn seine magische Unterstützung würde bei der Rettung der Welt keineswegs schaden. Außerdem besitzt er hervorragende Qualitäten und ist überdurchschnittlich intelligent. Und nicht zu vergessen, dass er von Benedict Cumberbatch gespielt wird. Es ist immer gut, ihn an seiner Seite zu haben. Black Panther. Es ist ein guter Mensch mit großem Herzen und einer ganzen Reihe von Superkräften. Was braucht man denn sonst, um einer der Avengers zu werden? Der flinke, zähe und geschickte T'Challa könnte das perfekte Mitglied eines jeden Superhelden-Teams werden. Und nicht zu vergessen seine Intelligenz und seine Beherrschung von Kampftechniken, Taktik, Strategie sowie seine Erfahrung als Akrobat und Pilot. Seht ihr, es hört sich echt nach einem ausgezeichneten Lebenslauf eines neuen Superhelden, der die Welt schützen kann, an. Und ehrlich gesagt, bräuchten die Avengers tatsächlich einen solchen Kameraden. Black Widow ist nämlich tot, Hawkeye wird seinen Bogen wahrscheinlich an den Nagel hängen und zu seiner Familie zurückkehren. Und Hulk könnte mit Schwierigkeiten konfrontiert werden, nachdem er den Infinity-Handschuh benutzt hat. Das Team benötigt also ein starkes, schnelles, kluges, sprunghaftes, aber auch ausreichend weises Mitglied, das ernsthafte und ausgewogene Entscheidungen treffen könnte. Spider-Man, nimm es uns nicht übel, aber du bist dafür noch nicht erwachsen genug. Im Gegensatz zum jungen König von Wakanda. Allerdings verdient Spider-Man nicht nur einen Platz im Team der Avengers, sondern auch eine gesonderte Erwähnung in unserem heutigen Video. Spider-Man. Die Szene, wo Peter Parker zu Staub zerfällt, ist wohl einer der herzzerreißendsten Momente in Avengers Infinity War. Es liegt vor allem an der Darbietung von Tom Holland und Robert Downey Jr. Aber zum Glück wurde Spider-Man, so wie die anderen gestorbenen Helden, in Endgame wieder zum Leben erweckt. Ob er ein vollwertiges Mitglied des neuen Avengers-Teams werden könnte? Aber sicher, denn sich den Avengers anzuschließen, ist ein alter Wunsch von Peter. Fury ruft dich gleich an. Ich will aber nicht mit Nick Fury sprechen. Warum? Wenn du nicht mit ihm redest, muss ich mit ihm reden und ich... Du hast Nick Fury zur Voicemail geschickt? Und wenn sogar Tony Peter Parker in Infinity War Teil des Teams genannt hat, dürfte niemand etwas dagegen einzuwenden haben. Und wenn wir uns den Comics zuwenden würden, würden wir feststellen, dass Spider-Man mehrmals diversen superheldischen Gruppen beigetreten ist, darunter den Avengers, den neuen Avengers und sogar den Fantastischen Vier. Und habt ihr wohl gedacht, dass nur Mr. Fantastic, die Unsichtbare, das Ding und die menschliche Fackel die Welt gerettet haben? Von wegen. Peter Parker steht anscheinend eine lange Karriere als Superheld und Tom Holland als freundlicher Nachbar bevor, denn er spielt diese Rolle sehr gut. Wir haben einen Job zu erledigen und du wirst mit uns kommen. Captain Marvel. Nachdem Thanos in Infinity War das halbe Universum ausgelöscht hat, hat Nick Fury eine geheimnisvolle Botschaft an einen unbekannten Helfer geschickt, aber alle Marvel-Fans haben sofort geschnallt, worum es ging. Und tatsächlich ist Carol Danvers, alias Captain Marvel, zu den Avengers dazugestoßen. Denn um gegen einen Feind wie Thanos kämpfen zu können, sollte man alle Kräfte bündeln. Und Carol hat eine ganze Menge Superkräfte. Sie ist übermenschlich stark, zäh, schnell, agil, kann Energie manipulieren und sogar fliegen. Sie ist also genau das, was die Avengers brauchen. Ganz zu schweigen von einfachen menschlichen Qualitäten wie Treffsicherheit und ihre Fähigkeit, sämtliche Fluggeräte zu fliegen. Kaum jemand würde daran zweifeln, dass diese Superheldin Mitglied der Avengers werden sollte. Sie ist vielleicht sogar zu stark für gewöhnliche Schurken, mit denen die Avengers normalerweise zu tun haben. Aber wer weiß, vielleicht wird irgendwann ein Bösewicht wie Thanos oder eine außerirdische Invasionsarmee wieder auftauchen. Man sollte also auf alles gefasst sein. Guardians of the Galaxy und Thor. Nicht nur die Avengers haben nach den Ereignissen von Endgame Veränderungen durchlaufen. Dasselbe gilt für die Beschützer der Galaxis. Nachdem der wichtigste Kampf überhaupt gewonnen wurde, entschied sich Thor, der praktisch von Anfang an Mitglied des Superhelden-Teams war, seinen eigenen Weg zu gehen. Wie bereits erwähnt, hat er die Herrschaft über Neu-Asgard an Valkyrie übergeben, sie zur neuen Königin ernannt und sich den Guardians of the Galaxy angeschlossen. Klingt komisch, was? Sind für euch etwa nur Star-Lord, Gamora, Groot, Rocket und Drax die richtigen Guardians? Tja, in den Comics kommt so etwas häufig vor. Protagonisten wechseln von einem Team zum anderen, kommen wieder zurück, reisen alleine und tun generell alles, was ihnen beliebt, ohne selbstverständlich zu vergessen, die Welt zu retten. Darüber hinaus gehört Thor eher zu den Guardians als zu den Avengers, denn er ist schließlich ein Lebewesen aus einer anderen Welt und fühlt sich auf interstellaren Reisen wohl. Aber stellt euch mal vor, wie viel Stoff für diverse Witze ein Zusammenschluss aus derart unterschiedlichen, aber auf eigene Art lustigen Charaktere den Drehbuchautoren liefern könnte. Wir glauben also, dass es eine ausgezeichnete Idee wäre. Und da wir das Vorstellungsvermögen der Marvel-Drehbuchautoren kennen, würden wir uns nicht wundern, wenn die Beschützer der Galaxis sich eines Tages entscheiden würden, sich doch den Avengers anzuschließen.
Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Brain Time. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.